Okay, Freunde, wichtiges Update. Erstmal habe ich mir einen kleinen Schnaps geben lassen hier. Erstmal habe ich mir einen kleinen Schnaps geben lassen hier. Ja, Schmerzen wurden dann doch mehr. Kann ich euch nur raten, rechtzeitig nach Schmerzmitteln zu fragen. Hat, glaube ich, gut 30, 45 Minuten gebraucht, bis das ganze Ding irgendwie angefangen hat zu wirken. Mittlerweile sieht es dann aber doch ganz gut aus. Und ich habe eigentlich gerade kaum noch Schmerzen. Mir geht's gut. Meine Beine schwitzen wie Sau unter der Decke, aber ist ganz normal. Und zwar war der Doc hier, der mich operiert hat. Und der hat ja einmal in mein Knie reingeguckt, quasi vor der OP, und konnte einmal alles bestätigen, was da so im MRT zu sehen war. Ist tatsächlich so, dass mein Meniskus und mein Knorpel unbeschädigt sind, also sehr gut an der Stelle. Auch im hinteren Bereich, diese eine Sehne, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, wie der, was auch immer, sieht auch gut aus. Konnte man auf dem MRT ja nicht so gut sehen, weil das stark eingeblutet war und da die Befürchtung war, dass die auch gerissen sein konnte, wo mein Doc auch gesagt hat, okay, das bringt halt nichts, wenn wir nur dein Kreuzband operieren, wenn das Ding da hinten gerissen ist, dann hilft dir auch ein operiertes Kreuzband nicht. Das müsste dann mitgemacht werden. Also da auch Daumen hoch, dass da gar nichts mit war und das Ding voll intakt ist. Und jetzt kommt die bahnbrechende Neuigkeit. Mein Kreuzband ist gerade gar nicht voll gerissen. Es ist wohl so, habe ich mir auch erklären lassen, dass das Kreuzband aus zwei Bündeln besteht. Die sind so ineinander verworren quasi so. Und ein Teil davon ist gar nicht abgerissen, sondern nur ein, ja, ein Teil ist nicht abgerissen, das andere Teil ist abgerissen. Also ich habe quasi 50% Kreuzbandriss. Glückwunsch da, ich habe es mal wieder nicht geschafft, mir irgendwas komplett abzureißen. Das ist wie mit meinem Syndesmoseband, das ist alles wieder immer nur angerissen bei mir. Ja, von daher ändert an der ganzen Tatsache trotzdem nichts, aber ist vielleicht auch eine Erklärung daran, dass ich mich relativ flott wieder gut bewegen konnte und nicht so die krassen Schmerzen die ganze Zeit hatte. Also nachdem ich da beim Training fies weggeknickt war, hatte ich ja schon 2 Wochen richtig dickes Knie und Laufen war ein bisschen schwierig, aber auch danach ging halt alles ein bisschen besser. Also Laufen, Fahrradfahren, Autofahren, Sport machen, habt ihr ja gesehen. Und ist vielleicht die Erklärung dafür, dass das bei anderen Leuten deutlich mehr wehtut und die nicht irgendwie joggen gehen konnten vor ihrer OP, auch wenn dann mittlerweile irgendwie 1,5 Monate dazwischen lagen. Es ist allerdings so, dass der Verlauf quasi jetzt genau derselbe sein wird. Also auch das fehlende Bündel, was quasi gefehlt hat, hat er quasi mit einer Bohrung und einer Schraube. Also so eine Zuckerschraube löst sich auf, im oberen Teil dann wieder befestigt. Und das braucht auch lange zum Verheilen. Vielleicht habe ich mir dadurch ein paar mehr Wochen mit Krücken beschafft, weil man relativ vorsichtig damit sein muss, dass das da nicht wieder rausreißt, weil es halt nicht künstlich da reingeschraubt ist, sondern dann natürlich quasi wieder fest wächst da oben. Muss ich morgen nochmal fragen, wie das ganze OP-Verfahren dann genau heißt. Weil es ja keine Kreuzbandplastik in dem Sinne mehr ist. Also das ist quasi die andere Nachricht. Es ist quasi noch mein natürliches Kreuzband, was da rangebaut wurde. Heißt, ich habe meine Sehne, meine Quadrizepssehne im Oberschenkel, die habe ich noch. Oder Teile davon, ich weiß es nicht so genau. Die ist quasi noch da und sollte ich mir irgendwann mein Kreuzband nochmal reißen, gibt es diese Möglichkeit, diese Sehne zu entnehmen, quasi immer noch. Also ein Freileben gewonnen. Ich hoffe mal, das Ganze ist trotzdem genauso stabil und funktioniert nach einer Zeit genauso. Hab jetzt, wie gesagt, 6 Wochen. 6 Wochen auf Krücken habe ich mir damit erkauft. Yay! Nicht. Und die Heildauer ist quasi genau dieselbe, auch wenn das nur halb angerissen ist. Aber vielleicht ist es ja so, dass ich ein bisschen eine entspanntere Reha damit habe, weil ich ja noch ein vollkommen intaktes Kreuzband irgendwie habe. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen, ihr werdet es ja mitkriegen. Ja, also auch, keine Ahnung, 8 Monate kein Sport. Ich plane ja schon mit 12 Monaten, wenn man so ist, so will.
Genau, ich habe jetzt 6 Wochen, 6 Wochen auf Krücken, darf mein Bein nicht über 60 Grad bewegen, habe auch so ein schönes Cyborg-Brace darum bekommen, wie man es aus der NFL kennt, wie es viele Sportler teilweise da auch tragen. Zeige ich gleich nochmal im Video, werde ich noch einmal abfilmen, kann ich jetzt gerade nicht, weil ich die Kamera nicht wechseln kann. Ja, und danach geht es dann daran, also nach 6 Wochen werdet ihr mich dann beim Pumpen begutachten können. Also ordentlich geht es dann, die ganze Muskulatur im Bein wieder aufzutrainieren, die sich dann in der Zwischenzeit ordentlich verabschieden wird. Ja, ich dachte, ich sage noch mal ein paar Worte, bevor ich hier nachher noch Besuch kriege. Der Mann, der mir das leckere Essen vorbeigebracht hat, gab eine schöne Gemüsesuppe mit einem Apfel und einem Keks, die ich weggesnackt habe. Ja, mir geht's ja echt gut. Ich wollte ja sagen, das Hotel, das Krankenhaus ist super. Ich fühle mich hier wie im Hotel so ein bisschen. Ständig kommen Leute rein und raus, die einen irgendwie bemuttern. Der Anästhesist war auch nochmal da und hat mir alles ein bisschen erklärt. Ist wohl so, dass wenn ich nachher irgendwie Schmerzen bekommen sollte und er mir durch mein Schmerzkatheter Schmerzmittel spritzt, dass ich aufpassen sollte. Also auch wenn ich dann irgendwann anfange aufzustehen und das Bein eventuell leicht zu belasten, dass ich da nicht wegbreche, weil dann ist das Bein wohl auch so leicht taub. Also ich habe das so gemerkt, wenn man das streichelt, das fühlt sich echt ein bisschen taub an. Ja, also wie gesagt, mein Doc hat das Bein auch einmal angehoben und man kann es schon so ganz leicht ein bisschen biegen. Das hat man wohl nach einer normalen Kreuzband-OP nicht unbedingt. Auch ein kleiner Erfolg da für mich. Also positive Nachrichten finde ich sehr gut. Passt in den ganzen Tag irgendwie mit rein, dass da nichts Schockierendes irgendwie passiert ist. Bis jetzt alles top gelaufen. Werde jetzt hier meine Zeit absitzen, circa 2 Tage im Krankenhaus. Also vielleicht komme ich Freitag schon wieder raus. Ja, haltet die Ohren steif, Leute. Wird alles gut.